Hallo und willkommen zu einem neuen kleinen Solid Edge Tutorial. Heute möchte ich einmal eine verzahnte konische Welle herstellen. Das heißt eine Welle mit einem Kegelstumpf, der gleichzeitig auch eine Verzahnung hat. Nicht, dass das unbedingt notwendig ist, so etwas, denn üblicherweise so Zapfwellen, die sind parallel, damit sie sich auch noch verschieben können. Wobei ab und zu gibt es solche verzahnten konischen Wellen, beispielsweise an einem Scheibenwischermotor. Und das dient dann, dass man bei sehr geringem Durchmesser auch sehr hohe Drehmomente übertragen kann. Und wie ich diese Verzahnung hergestellt habe auf dieser konischen Welle und welche Kleinigkeiten es da vielleicht zu beachten gibt, das gehen wir jetzt mal durch. Also so soll es im Endeffekt nachher aussehen. Das genaue Zahnprofil ist da nicht ganz so relevant. Die wesentliche Funktion, die ich dabei aufrufen werde, ist zum einen eine Formschräge beim Erstellen einer Extrusion. Dann Ebenen generieren, da achten wir auch auf die Ausrichtung einer Ebene. Dann eben multiplizieren und verschieben. Dann wieder das Skizzieren mit einem Ausschnitt von einem halben Zahnprofil. Dann die Spiegelung. Dann ein Rotationsausschnitt für dieses Ende hier und dann eine Bemusterung, dass ich einmal rundherum gehe. Also starten wir mal damit. Das erste, was ich mache, ist eine Ebene erstellen, zum Beispiel in der XY-Ebene, beziehungsweise da erstelle ich eine Skizze für unsere Welle. Ich mache mir die Welle etwa 40 mm im Durchmesser. Und damit wir einen gewissen Länge haben, extrudiere ich die in Plus-Z-Richtung um 100 mm. So, das ist unsere lineare oder unsere Welle mit konstantem Durchmesser. Und jetzt auf die andere Seite hier, da setze ich einen kleinen Konus drauf, etwa 50 mm lang, mit einem 10 Grad Kegelwinkel. Die Skizze kann ich genau dann die gleiche nehmen. Das heißt, ich kann gleich wieder hier bei Extrusion starten und sage, ich brauche diese Skizze hier, die Kreisskizze, und dann möchte ich das Ganze extrudieren um 50 mm in die Richtung. So, und dann jetzt an dieser Stelle waren wir normalerweise fertig. Und wenn man jetzt mal hier drauf geht, da sieht man, es gibt noch eine Zusatzfunktion Extrusion Behandlung. Normalerweise sind wir hier auf Vorschau und Ende gegangen. Aber wenn man mal schaut, was unter Extrusion und Behandlung steht, ich könnte beispielsweise eine Formschräge anbringen. Das sähe dann so aus, dass ich hier einen Winkel definiere, beispielsweise 10 Grad, und dann sage, möchte ich nach innen oder möchte ich nach außen diese Formschräge haben. Eigentlich ist das gedacht, wenn ich jetzt beispielsweise ein Modell habe, was ich dann im Sandguss abformen möchte, da brauche ich eine gewisse Formschräge und dann kann ich all die Flächen auswählen, die ich abschrägen möchte und dann automatisch ohne viel Aufwand eine Entformungsschräge von einigen Grad hinzufügen. Aber hier kann ich das genauso gut nutzen, indem ich einen Kegelschumpf generiere. Wer vielleicht mal etwas anderes braucht als eine gerade Kanten, da gäbe es auch Extrusionwölbung als Alternative. Da gibt es dann mehrere Varianten. Ich könnte beispielsweise einen Radius eingeben. Man sieht hier schon so ein bisschen dieses Wölbungsprofil. Also wenn ich zum Beispiel einen Radius von 50 mm eingebe, das war jetzt zu viel des Guten, einen Radius von 20 mm. Das sollte schon groß genug sein. Dann bekomme ich sowas
Das ist ein bisschen wie so eine Torpedospitze. Die Alternative zu Radius wäre auch beispielsweise ein Abstand, dass ich sage, wie weit ist es reingerückt und auch ein Austrittswinkel. Wenn ich zum Beispiel sage, das startet in 10 mm und hat einen Austrittswinkel von 20 Grad. Auch da können wir wieder die Krümmung umdrehen, was nicht immer Sinn macht. Hier sehen wir, das gäbe eine unsinnige Funktion. Aber wenn ich den Winkel umdrehe, dann kann ich möglicherweise das jetzt wieder etwas hinbringen. Es kommt immer darauf an, ob diese Funktion oder diese Werte, die ich jetzt hier eingebe, auch physikalisch möglich sind. Wenn ich beispielsweise einen Abstand von 1 eingebe und einen Winkel von 0 Grad, dann könnte es hier gehen. Dann ist es allerdings eine sehr schwache Wölbung. Wir sehen, um 1 mm ist die Kante reingerückt und der Austrittswinkel hier ist 0 Grad gewesen. So kann man ein bisschen mit rumspielen, also Torpedos, Patronenhülsen und sonstiges lassen sich auch damit leicht generieren, was sonst wesentlich schwerer wäre. Bei einem runden Körper wäre das vielleicht noch über eine Rotationsaustragung möglich, was wir hier oben haben. Aber wenn das Ganze jetzt ein Fünfeck ist und ich möchte die Enden oder die Flächen so gewölbt haben, das wäre arg schwierig sonst in der richtigen Ansicht abzuschneiden mit so einem gekrümmten Keil über diese Formschrägenfunktion oder Wölbungsfunktion. Das ist sehr einfach möglich. Gut, in unserem Fall, wir wollen einfach eine Formschräge von 10 Grad nach innen und sind dann damit zufrieden. So, das ist jetzt unser Zylinder mit dem Kegelstrumpf dran und jetzt wollen wir hier unser Profil. Wenn wir uns das vorstellen, generiert wird das, dass wir irgendwo hier so einen Scheibenfräser haben, der fährt dann langsam hoch. Und dieses Scheibenfräserprofil, wenn man sich das dann anschaut, das müssen wir abbilden. Allerdings, wenn ich jetzt die nächste Skizze direkt hier vorne auf die Frontseite machen würde, dann wäre das Ganze ein bisschen verzerrt, denn ich brauche irgendwie ein Abbild dieses Fräsers in einer Ebene, die senkrecht zu dieser Kegelstumpffläche ist. Also ich brauche eine Ebene, die so schräg ist. Das heißt, wir erzeugen uns erstmal eine neue Ebene und sagen, ich möchte eine Ebene haben im Winkel. Zwei Möglichkeiten wäre jetzt das erste, eine tangentiale Ebene hier drauflegen und dann eine senkrechte Ebene dazu. Da wir den Winkel hier definiert haben mit 10 Grad, reicht es auch, wenn ich eine Ebene im Winkel kippe, um die Y-Achse und die ist dann praktisch von der XY-Ebene so ein bisschen schräg gekippt. Also könnte ich hier einen Winkel angeben, eine erste Ebene. Und jetzt wird eine Achse oder eine Kante definiert, um die das Ganze gekippt wird. Das wäre hier meine Y-Achse. Da muss man ein bisschen fein reinzoomen und man sieht, das wären hier, da leuchtet gerade die Y-Achse auf als Basis. Und jetzt, wenn ich die Maus hin und her schiebe, leuchtet einmal rechts der Eckpunkt auf und einmal links der Eckpunkt auf. Unten steht, klicken Sie auf das ungefähre Ende der Achse, um die Ausrichtung der Referenzebene anzuzeigen. Man sieht schon, diese Referenzebene, jede Ebene hat hier unten so ein kleines Kästchen. Und wir sollten darauf achten, wenn wir skizzieren, dann dreht sich diese Skizze automatisch so, dass dieses kleine Kästchen unten links in der Ebene ist, in der wir skizzieren. Das heißt, jetzt wäre das Kästchen unten rechts. Wenn ich also skizziere, wird nachher von links geschaut. Wenn ich die Maus nach links ziehe, der Punkt leuchtet auf, dann sehe ich, habe ich oben links. Das passt ganz gut. Wir werden auch gleich sehen, warum. So, jetzt haben wir eine Achse definiert, um die meine Ebene mit einem Winkel definiert werden soll. Und wir wollten 60 Grad haben. Das heißt, halt, wir wollten 10 Grad haben und damit senkrecht zu unserer
Mantelfläche, also irgendwo so. Und da sieht man schon, vom Winkel her müsste ich 180 plus 10 Grad angeben. Das wären dann hier die 190 Grad. So, das wäre jetzt meine Ebene. Und jetzt kann ich noch sagen, nach wohin, rechts oder links, das ist die richtige Seite. Und wir sehen, jetzt habe ich meine Ebene. Im Moment ist es so, dass die Ebene praktisch hier drin versteckt ist. Man sieht sie nur, wenn ich ganz genau reinschaue, also ganz, ganz schwache graue Linie oder wenn ich mit der Maus einigermaßen dann drüber gehe. Das macht nichts, wir brauchen ja gleich diese Ebenen nochmal dupliziert hier vorne, dass ich dann da auch hinskizzieren kann. Also generiere ich mir eine weitere Ebene und jetzt sage ich, die kann parallel sein. Und zwar parallel zu dieser Ebene hier. Und jetzt schiebe ich die raus und ich schiebe die mal so weit, dass die hier durch den Mittelpunkt, also auch die Mittelebene geht. So, da ist jetzt meine Ebene. Und wir sehen sie jetzt hier unten, unsere Ebene 14. Wenn ich die ein bisschen größer haben möchte, wenn ich mal auf die Ebene drauf gehe und dann sage, dynamisch bearbeiten, dann leuchten hier so ein bisschen die Eckpunkte auf. Und wenn ich sage, oh, das ist mir zu winzig, dann mache ich mir mal die Ebene ein bisschen größer. Dann sehe ich auch was. Das ändert nichts an der Ebenendefinition. Das ist einfach bloß fürs Erscheinungsbild. So, jetzt sehen wir, jetzt habe ich eine Ebene, die ist senkrecht zu meiner Mantelfläche, zu dem Kegelstumpf. Und auf die möchte ich jetzt mein Profil drauf skizzieren. Dazu sage ich jetzt mal, ich möchte eine Skizze erstellen auf diese Ebene. Und wir sehen, jetzt hat sich die Skizze so gedreht, dass mein Ebenenkästchen unten links ist. Hätte ich die Ebene vorher andersrum definiert, dass das Kästchen unten rechts war, dann wäre das Bild jetzt so die Skizzenebene und das ist einfach irritierend zum Draufschauen. So, wer sich jetzt fragt, wie komme ich jetzt wieder zu der richtigen Ansicht, weil das ist ja jetzt irgendwie so schräg, kein Problem, wenn ich hier unten rechts drauf schaue, mit den Pfeilchen gibt es Skizzenansicht. Das gleiche finde ich auch hier oben unter Ansicht, Skizzenansicht. Dann dreht sich das Modell immer automatisch senkrecht zu meiner Ebene. So, jetzt möchte ich hier mal anfangen, ein Zahnprofil zu zeichnen und ich zeichne erstmal eine Hilfslinie und das Zahnprofil selber, das was ich ausschneide, nur mal um es anzudeuten, wie es etwa aussehen wird, das wird ja dann irgendwie so etwas sein. Und wir werden bloß eine Hälfte machen, die wir dann nachher spiegeln. Deswegen die Linie machen wir schon mal weg. Und die kürzen wir schon mal bis zur Mitte. Jetzt übertrage ich mal diese Vorderseite von meinem Kegelstumpf auch auf meine Skizzenebene. Das ginge mit diesem auf Skizze projizieren. Und da nehme ich diese Kante und projiziere sie auf die Skizze. Da können wir dann auch gleich wieder einen Teil von wegmachen. Und das, was wir nicht brauchen, hier auch. So, jetzt habe ich schon mal ganz grob mein Ausschnittsprofil. Allerdings fehlen dem jetzt natürlich noch ein bisschen Maße. Also geben wir dem mal ein paar Abmessungen. Machen wir die Verzahnung mal 3 mm hoch, das soll eine relativ feine Verzahnung sein und das hier unten vielleicht 0,5 mm und dem Ganzen geben wir einen Winkel von 15 Grad. Wie gesagt, das ist jetzt relativ willkürlich. So, damit ist meine Skizze soweit fertig. Man sieht schon, in der Ebene, in der sie liegt, und kann ich fertigstellen. Und jetzt möchte ich einen Ausschnitt generieren mit dieser Skizze. Und da sehen wir schon, irgendwas hat nicht so ganz funktioniert, da haben wir nicht aufgepasst. Dieser Zipfel hier, da sieht man, wenn man reinzoomt, der steht so ein bisschen über. Das sieht man sofort, wenn ich die Skizze auswählen möchte mit der Kettenoption und bloß ein Teil der Skizze aufleuchtet.
Also hier müssen wir nochmal nachbessern, indem wir hier die Ecke verbinden. Und jetzt sieht man auch, hat man gleich darauf geachtet, in jeder Ecke muss dieses kleine rote Kästchen sein, als Symbol dafür, dass die Kanten oder die Ecken wirklich verbunden sind. Probieren wir es nochmal. So, jetzt leuchtet der ganze Ausschnitt auf, beziehungsweise die ganze Skizze. Und wir möchten das Ganze, also 50 mm ist der Konus lang, machen wir es 40 mm tief. Da gab es jetzt einen kleinen Fehler. An dieser Stelle musste ich jetzt noch ein bisschen nachbessern. Diese Skizze war nicht ganz hoch genug, sodass sie nicht wirklich durchging und war so ganz hauchfein unter der Oberfläche. Ich habe jetzt einfach die Seiten ein bisschen hochgezogen. Jetzt sieht man, dass der Ausschnitt oben ein bisschen raussteht, wobei das schadet ja nicht. So, jetzt haben wir 40 mm in die Tiefe ausgeschnitten. Das ist jetzt mein halber Ausschnitt, den möchte ich jetzt noch spiegeln. Hier wird erstmal das Formelement gefragt. Das ist mein Ausschnitt. Und jetzt die Ebene, um die gespiegelt werden soll, das ist meine XZ-Ebene. So, damit habe ich jetzt meinen ganzen Ausschnitt für den Zahn. Allerdings, so ist es natürlich ein bisschen schwierig herzustellen, könnte ich bestenfalls mit so einem Erodierstempel reinfahren. Jetzt möchte ich hier hinten die Ausrundung machen, dass ich also irgendwie hier so langsam schräg rauskomme, wie das mit meinem Walzen- oder Scheibenfräser dann gewesen wäre. Dazu erstelle ich hier am Ende nochmal eine neue Skizze. Wähle jetzt als Ebene diese Skizzenebene. Auch da sehen wir wieder, das Kästchen ist unten links. Er schaut genau drauf. Und ich kann mir jetzt aus meinem Ausschnitt direkt wieder die Kanten übertragen. Das sind die Kanten aus dem Ausschnitt und jetzt brauche ich natürlich auch für nachher, für die Rotation, noch eine Rotationsachse, also irgendwo eine horizontale. Ich nehme sie mal als Konstruktionslinie und wenn wir angenommen den Fräser 40 mm im Durchmesser haben, dann muss der Abstand hier, der vertikale Abstand, 20 mm sein. Also dann nehmen wir einfach bloß mal einen Fräserdurchmesser an. Damit können wir jetzt einen Rotationsausschnitt bringen. Rotationsschnitt, das Gegenteil von Rotation. Als erstes aus der Skizze wählen das, was wir als Profil zum Ausschneiden wollen. Das ist hier unser kompletter Ausschnitt für den Zahn. Und jetzt wird die Achse abgefragt. Die muss in der gleichen Skizze sein wie mein Profil, welches ich aufschneiden möchte, weil ich immer noch in dieser Skizze drin bin. So, jetzt wird noch der Winkel abgefragt, in welche Richtung möchte ich. Da sieht man schon, in die eine Richtung gibt es ein Ausrufezeichen, da ist nichts zum Wegschneiden. Und in die andere Richtung irgendwo ein Winkel von 45 bis 50 Grad, das reicht. Wir müssen hier bloß bis raus und jetzt haben wir unseren einzahnigen Ausschnitt, den der Fräser gemacht hat. Und jetzt rotieren wir gedanklich unsere Welle ein bisschen weiter. Ich blende hier mal ein bisschen aus, dass man es etwas übersichtlicher hat. Und das machen wir mit einem Kreismuster.
Beim Kreismuster wird erst das Formelement abgefragt. Wir wollen den Ausschnitt mit dessen Spiegelung und den Rotationsausschnitt wollen wir vervielfältigen. Und jetzt wird die Ebene abgefragt. Jetzt nehmen wir nicht diese schräge Erstellungsebene, sondern diese zum Beispiel oder wieder die XY-Ebene, denn in der Ebene rotieren wir ja rund. Als nächstes den Kreismittelpunkt abfragen. Der Kreismittelpunkt ist hier. Und die Anzahl, wenn wir 20 Grad hatten pro Zahn, dann sind das 18 Stück, die wir insgesamt haben wollen. Aber da sind wir beliebig zum Eingeben, wie viel wir haben möchten. Und jetzt einen beliebigen Punkt, wo es denn dann startet. Man könnte ja zum Beispiel den hier angeben. Und jetzt bloß nicht die Frage nach rechts, sondern nach links. Dadurch, dass wir einmal um 360 Grad rund gehen, das steht hier mit 18 Stück, ist die Seite eigentlich egal. Ich wähle mal die aus. Jetzt sehen wir schon, überall da werden diese Ausschnitte platziert. Die sehe ich aber erst, wenn ich dann die Skizze schließe. So, wenn es jetzt keine Fehlermeldung gibt, tada, haben wir jetzt eine komplette Verzahnung einmal rum an einer kegeligen Welle. Ich hoffe, das hat ein bisschen gefallen und ein klein wenig weitergeholfen in der Konstruktion. Weiterhin viel Erfolg!